Eine neue Drohne erobert den Markt. Nein, nicht Mavic Pro 2 oder Air. Die Tello von Rise. Eine kleine Heimdrohne, bei der DJI seine Finger mit im Spiel hatte. Daher stellt sich die Frage, China-Schrott oder steckt hier wirklich viel DJI drin? Weil sind wir doch mal ehrlich, es gibt eine Menge Drohnen auf dem Markt. Gerade in der bis 100 Euro Preisklasse, wo sich die Tello tummelt, ist eine Menge Schrott unterwegs. Ja, Gyros und Gimbal haben die meisten natürlich mit drinne und teilweise auch 720p Kameras. Aber ein vernünftiges Bild oder sauberen Flug, wie mit einer Mavic Air, den habe ich damit noch nicht hinbekommen. Aber first things first, auspacken. Was bekommt man für 109 Euro? Aus dem DJI Store in Deutschland. Auf der Verpackung die Namen Tello, Rise, DJI und Intel. Im Hauptfach die kleine Drohne. Im Fußfach eine Anleitung und ein Beutelchen. Das war's doch glatt. In dem Beutelchen der Akku und ein Set Ersatzpropeller mit Wechselwerkzeug. Ja, da geht das Sparen los. USB-Netzteil, okay. Aber nicht mal ein Micro-USB-Kabel zum Laden? Keine Fanboy-Sticker, keine Warranty-Card, echt wenig fürs Geld und in so einer großen Verpackung. Okay, schauen wir uns das Dröhnchen mal an. Der Akku wird einfach von hinten reingeschoben, verrastet und fällt bei einem Crash leicht raus. An der Vorderseite die Status-LED und die Kamera. An der Seite der Micro-USB zum Laden. Man kann den Akku aktuell nur in der Tello laden, zumindest habe ich noch kein Ersatzladegerät im Zubehör gefunden. An der anderen Seite der Powerknopf. Oben das typische Drohnenweiß und der Schriftzug. Die Hülle lässt sich bald auf den 10er tauschen. Und auf der Unterseite das Spannende, das Vision-System von DJI. Ich bin gespannt, wie stabil die Tello stehen wird. Die Beine sind stabil und die Popguards gehen wirklich nur unter sehr viel Kraft ab. Am besten dran lassen. Wer die Markierungen an den Propellern sucht, der muss ganz genau hinschauen. Diese kleinen Höcker sind mal da und mal nicht. Sie haben keine farbliche Kennzeichnung. Die App der Tello gibt es natürlich für Apple und Android. Nach dem Starten wird alles erklärt, was man tun muss. Tello einschalten, dann in die WLAN-Einstellungen gehen und sich mit dem WLAN der Tello verbinden. Standardmäßig ist dieses nicht passwortgeschützt. Und dann wieder zurück in die App. Das Live-Bild der Tello-Kamera wird direkt angezeigt. Die Latenz der Übertragung ist für WLAN sehr gut, jedoch nicht wirklich für Goggles oder Racing geeignet. Starten tut die Tello nur mit dem Slider. Daneben ist der Wahltaster für die verschiedenen automatischen Flugmodis. Gefolgt von den Einstellungen in einem Untermenü. Dieses ist verständlich aufgebaut, müsste aber von einem normalen Flieger gar nicht bemüht werden. In der Mitte ein paar Daten zur Tello und die Verbindung und rechts die Taster für die Kamera, Wiedergabe und das Wechsel von Foto zum Filmmodus. Die beiden virtuellen Steuersticks reagieren sehr gut. Man muss nicht zwingend genau dort sie bewegen, wo der Stick auch ist. Es wird ein größerer Bereich erkannt und der Stick wird entsprechend verschoben. Ready for Takeoff? Ich bin echt positiv überrascht, wie stabil sie steht. Das Produkt kann sich wirklich DJI nennen und hebt sich dadurch von allen anderen in dieser Preisklasse ab. Da ich jedoch eine weiße Tischplatte habe, bekomme ich ab und zu eine Meldung, dass das Gerät Probleme hat. Zu wenig Kontrast. Hier das Video, das zu dem Flug passt. Meine leichten Flugkorrekturen steckt der digitale Bildstabilisator sehr gut weg. Okay, Indoor. Aber kann der Windsling auch draußen fliegen? Ja. Auch hier kompensiert er den Wind, welchen man ja im Kameramikro meiner Sony A6000 hören kann, überragend gut. Die Position wird nahezu perfekt gehalten. Steuerbefehle werden direkt angenommen und umgesetzt. Und wer von einer Billig-China-Drohne kommt, wird sich fragen, warum er vorher so einen anderen Kram gekauft hatte. So gut ist die Tello.
klar, wer es mit einer zigmal teureren Spark oder sogar der Mavic vergleicht, wird kaum Vergleichbares finden. Aber für das Geld bekommt man nichts Vergleichbares zum aktuellen Zeitpunkt. Und das Ganze ist dem Vision-System von DJI an der Tello zu verdanken. Ich hoffe, das wird auch noch für weitere Multicopter lizenziert und erreicht so eine breitere Masse von Menschen. Und wir werden diese China-Drohnen los. Ich werde zumindest eine Menge Spaß mit meinen Kindern und der Tello haben. Und zumindest meine Ruhe, wenn Papa mal mit seinem großen Spielzeug fliegen gehen will. Falls dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch. Alle Links sind in der Videobeschreibung.